Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir stehen im Abschlag in Augusta National an der 10, der Eingang zu Amen Corner. Wir nehmen teil am ersten Major des Jahres, dem Masters. Und ja, die ersten 9 Loch waren doch sehr, ich will es mal so formulieren, ernüchternd. Wir haben 3 Doppelbogies. Weil wir einfach im kurzen Spiel und auch im Putten einfach nicht das richtige, ja, Gefühl haben. Wir haben einfach ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen und in der Ausführung hat es dann nicht gut gepasst. Und so haben wir gerade mal 4 Pärchen auf der Scorekarte und im Leaderboard sind wir mittlerweile auf Platz 57 angelangt. Das heißt, wir haben wohl definitiv nichts mit dem Sieg oder mit den Top 10 zu tun. Dazu müssten wir dann schon eine deutliche Leistungssteigerung zutage legen. Wir müssen schauen, dass wir hier zumindest dranbleiben und ich weiß jetzt gar nicht, stand da schon der Projected Cut? Nee, das steht natürlich erst am zweiten Tag. Also wir müssen dann schauen, wo wir landen. Ich weiß nicht, ob es 60, 80 Spieler sind. Wir werden es sehen dann, wenn wir in die zweite Runde starten. Aber jetzt starten wir in die Back 9 der ersten Runde und hier haben wir ein paar 4, wo wir hier kräftig den Berg runterspielen müssen. Am besten natürlich mit einem Draw hier rein in den Hang, damit er uns dann schön links runterläuft. Denn dann haben wir immer noch genügend Strecke bis eben zum Grün. So, Freunde, lasst uns loslegen. Wir bringen dieses Score, hoffe ich doch, ins Haus. Lasst es uns nicht schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. This one started up the right side. And the tee shot hit right of center, so that's going to leave a lengthy second shot in the vicinity of 200 yards. The biggest problem here is going left, because this green is perched up. If you miss this green on the left, it'll run all the way down the hill on the left side. From a bit of a downslope here, his second to the par 4. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum er jetzt gerade so ein bisschen komisch geschaut hat. Weil es war doch eigentlich ganz okay. Wir haben nichts vor uns, oder? Baumäßig oder sonst was? Nö, wir können doch eigentlich hier spielen. Es geht bergab und zwar deutlich mit 20 Feet. Er schlägt uns das Eisen 7 vor. Der Wind kommt von links. Okay. Ja, das Grün fällt natürlich auch nach links. Wir müssen einfach hier auf die Grüns kommen. Es hilft nichts. Wir müssen auf die Grüns kommen. Unser kurzes Spiel ist nicht gut genug. Ja, jetzt sind wir wieder sehr, sehr lang, interessanterweise, aber der 7er bleibt schön liegen, das ist gut. Imagine a missed club, because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. Getting this thing rolling should not be an issue. It is a long down the slope putt for birdie. Ja, da hat er jetzt natürlich auch wieder recht. Das geht ja da alles im Berg runter und das ist wieder nicht gut. Wenn wir wieder zu lang sind, dann sind wir wieder vom Grün drunten. Und das ist eigentlich fast die Höchststrafe für einen Golfer. So, wir haben einen Fuß. Das heißt, wir müssen mindestens hier 3, 4 Kästchen, würde ich sagen. Das Ganze zieht alles nach rechts. Ich würde hier trotzdem deutlich weit nach links zielen wollen. Weil er dadurch natürlich auch ein bisschen Länge bekommt. So, wie gesagt, wir versuchen immer möglichst an den Stock zu kommen. Und das ist uns bis jetzt nicht allzu gut gelungen. Ja, er bricht doch relativ schnell nach rechts. Oh, never a doubt. That one was tracking the entire way. It is in for a spectacular birdie. On now to the second hardest hole in Masters history, the 520-yard par 4 11. It's been noted that the great Bobby Jones always wanted there to be a wide gap between a good tee shot and a bad one. Thus, in keeping with that spirit, this hole was lengthened 15 yards back in 2022.
So, die Fahne steckt hier links im Grün und dadurch kommt natürlich das Wasser ins Spiel. Oder man spielt natürlich das Grün von rechts mit einem Draw an. Aber das Ganze dann auch, wie gesagt, zum Liegen zu bringen, ist immer ein bisschen erstaunlich. So, jetzt haben wir doch tatsächlich hier ein Birdie gespielt. Das ist doch wesenserbaulich mal. Nachdem doch, ich glaube, die letzten die Front Nine doch ein bisschen deprimierend beendet haben, haben wir jetzt hier das erste kleine Glücksgefühl. Und jetzt dürfen wir uns natürlich nicht unkonzentriert hier weiter begeben. Aber ich möchte trotzdem mal ganz kurz aufs Leaderboard schauen, denn obwohl wir ein Birdie gespielt haben, haben wir einen Platz verloren. Und Sam Burns führt mittlerweile hier an. Ebenfalls jetzt 5 unter Shane Lowry, hier 4 unter. Und Shane Lowry hat vor einigen Jahren die British Open gewonnen. Okay, ist da sonst ein Sieger dabei? Ich bin mir nicht sicher. Nein, von den Namen hat, glaube ich, noch keiner wirklich. Also die hier da vorne zu sehen sind, das Masters gewonnen. Adam Scott. Adam Scott hat das Masters gewonnen. Matsuyama bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Naja, wir sind auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Und müssen uns jetzt hier auf den Tee-Shot hier konzentrieren. Auch hier gilt natürlich eigentlich hier rechts anhalten, damit er dann links runterrollt. Damit man überhaupt eine Chance hat, den zweiten Schlag aufs Grün zu bringen. Deswegen werden wir hier den Ball ein bisschen reinfaden. Das ist der kleine Luxus, den wir uns hier gönnen im Tour-Mode. Dass wir trotzdem hier diese Fades, die Shapes hier, die Shapes einfach noch gerade durchziehen können. Weil sonst hätten wir eigentlich echt, ja, sonst würde es einfach noch schwieriger werden. So, der macht noch ein paar Meter und läuft Mitte Fairway. Ja, mit den T-Shots, da können wir ganz zufrieden sein. Die haben wir bis jetzt ganz ordentlich gesetzt. Bis halt natürlich auf die erste Bahn. Ne, war es die 1? Ne, das war nicht die 1, das war eine andere. War es doch die 1? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, an der 2. An der 2 haben wir das Par 5 natürlich den T-Shot in den Bunker versenkt. So. Ja klar, er hat das Holz 3 in der Hand. Er hat das Holz 3 in der Hand. Wir sind noch nicht lebensmüde. Selbst wenn wir hier mit dem Eisen reinspielen, mit einem Draw. Er müsste hier eigentlich den Hang links runter kicken und dann aufs Grün. Das Vierer. Mit dem Draw. So müsste das doch eigentlich passen. Lass mich nochmal schauen. Ja, wenn der dann hier links runter läuft. Ja, okay. Er sollte bitte, nee, er kommt gar nicht, er geht Richtung Bunker. Er geht Richtung Bunker, nein, doch. Ja, okay. Dann müssen wir mal schauen, wie gut wir heute sind aus dem Bunker heraus. So, das Ganze geht natürlich flach hier, ganz leicht zum Stock. Fällt und es geht ein bisschen nach links, aber das Entscheidende ist eigentlich das Problem, dass wir hinter uns das Wasser haben. Wir haben dann ein bisschen Roughstreifen, der den Ball aufhalten könnte, aber allzu viel ist es nicht. Wir müssen schauen. 25. Okay, mit dem Blast haben wir Roll. Wir könnten natürlich auch den Pick spielen. Dann müsste er eigentlich schnell zum Liegen kommen. Ja, aber er wird eh kürzer sein, vermutlich. Ja, fliegt ziemlich nach links und bleibt liegen. Okay, die Länge war gut. Okay, that should be inside of 10 feet, not too bad. Inside of 10 feet, was haben wir denn? 10 feet oder was? Okay.
So, nach dem, was ich hier sehe, es ist leicht bergauf. Das hilft immer, dass er die Linie hält. Deswegen gehen wir hier wieder ein bisschen mit. Er geht ein bisschen nach links, deswegen rechte Bunkerkante. Bergauf immer ein bisschen mitgeben. Dann hält er die Linie und bricht nicht so schnell. Okay, well done. It is a par here at 11. And he'll hold steady at 7 over par. Ja, ist aber trotzdem über die linke Bunkerkante reingefallen und wir werden weiterhin durchgereicht. Wir sind jetzt 60. Yard par 3 12. Maybe the most famous par 3 in the world. Hogan's Bridge, Rays Creek. You're familiar with all the names. A bunker in front of the green and two behind. Club selection and trying best as you can to gauge the wind. Absolutely critical. Ja, man sieht's, der Wind macht hier ein bisschen, was er will. Das heißt, wir müssen hier in den linken Bereich eigentlich landen. Eisen 9. Dann ist er auf keinen Fall zu lang. Wir haben hier Rückenwind. Mal hier aus der Perspektive. Ja, ja, das geht alles zum Stock. Eisen 9. Natürlich haben wir da vorne wieder diese False Front. Und es empfiehlt sich immer mehr. Okay. Wir werden versuchen, den Ball ein bisschen zu faden, damit er eben mehr Richtung Stock fliegt. Aber man sieht seinen Wind, es wackelt und macht und tut. Jetzt ist es so, dass ein Eisen 9 hochfliegt. Der sollte eigentlich liegen bleiben. Ja. And that will not be a green in regulation, but that's not a terrible miss here at 12. So, die berühmte Hogan Bridge. So, vorhin haben wir uns ja mit dem Chip richtig blamiert. Da haben wir uns bös blamiert, weil der war deutlich zu lang. Ist uns abgehauen. So, jetzt machen wir das so. Halten das 60er. Und es gilt hier einfach wesentlich mal aufs Grün zu kommen. Okay. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich mal die beste Annäherung, die wir gemacht haben. Hard to do much better than that. It was nearly perfect. So, Dele. Das sollte doch. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll remain right where he is. So, und ihr seht es, auf dem Leaderboard tut sich was. Wir werden verlieren einen Platz um den nächsten. Ja, fantastisch. Wirklich gute Grafik, wirklich ganz toll. Und angeblich soll ja wirklich jeder Baum, den wir dort sehen, genau an der Stelle auch wirklich auf dem Platz stehen. Also fantastisch. Das hier übrigens ja auch neu. Dieses Jahr in Augusta hat man den Abschlag nochmal, ich weiß gar nicht, um 20 Meter nach hinten versetzt. Ist eben letztendlich der Tatsache geschuldet, dass für viele das hier noch im Prinzip nur eine Par 4 ist. Also das heißt, mit dem zweiten Mann das Grün erreicht. Und es soll natürlich ein paar 5 sein und es soll natürlich auch ein bisschen schwer sein. Deswegen wurde hier das Ganze nochmal nach hinten versetzt, die Abschläge. Und dazu musste sich der Club erstmal wieder Grundstück kaufen. Ist nämlich alles nicht ganz so einfach. Also dieser Augusta National kann sich nicht mehr groß ausbreiten oder entfalten. Also da muss man schon genau schauen, wie und wo man irgendwas verändert. Aber ihr seht es links und rechts fantastisch, dieses Blumenmeer. Das ist einfach der Augusta National. So, wir müssen uns nochmal Gedanken machen. Ich wollte nochmal ganz kurz schauen, denn wir sehen auf dem Leaderboard, wir werden langsam immer mehr nach hinten durchgereicht, obwohl wir jetzt ein Birdie gespielt haben und uns wenigstens ein bisschen verbessert haben auf plus 7, ist es doch so, dass wir Platz um Platz verlieren. Das heißt definitiv, Pärchenspiel reicht nicht, um hier den Cut vermutlich zu schaffen. Wir müssen irgendwie doch angreifen und gucken, dass wir hier in irgendeiner Form vielleicht doch noch das ein oder andere Birdie spielen. So,
Ja, wir müssen da lang und wir dürfen definitiv nicht in den Creek, aber wir müssen rechts hoch oben sein, damit wir überhaupt das Grün sehen. Aber ich glaube, in mit unseren Möglichkeiten müssen wir hier einfach nur den Ball ordentlich ablegen. Okay, Freunde. Den Ball ordentlich ablegen. Natürlich mit einem Jean. Damit er ein bisschen noch nach vorne rollt. 264 Yards haben wir Kerry geschlagen mit einer Höhe von 81 Fuß. Sehr schön. So, was bietet er uns an? Ein Eisen 6? Der bietet uns doch kein Eisen 6 an, um das Grün zu erreichen. Natürlich nicht, sondern er schlägt uns, unser Caddy schlägt uns vor, dass wir natürlich den Ball hier ordentlich einfach ablegen. Da hat er auch völlig recht. Nochmal gucken wegen den Zuschauern. Ja, weil der Wind kommt nämlich von rechts. So. Ich weiß gar nicht, warum wir hier ein Eisen 6 nehmen. So, der Ball geht sowieso ein bisschen nach links und wir müssen ja jetzt wirklich hier nicht irgendwo... Ja, genau, das passt wunderbar. Wir stehen zwar jetzt ein bisschen Hang ab für den nächsten Schlag, aber das gehört dazu. Hm. 60, wir müssten 40 pitchen. Ja, ich tue mich da immer schwer mit diesen Pitches. Ob die dann auch wirklich bis dorthin kommen. Vor allen Dingen tun wir uns da immer ein bisschen schwer. Von der Richtung. 54er. Ich will eigentlich nicht wieder hier ins Wasser landen. Ich würde hier gerne ein Pärchen spielen. Das heißt eigentlich in diese Richtung. Aber was ist denn, wenn wir einen... Was haben wir denn? Einen Knockdown. Okay. Das geht gar nicht mit dem Schläger. Finesse. Wir machen Finesse mit dem 60er. Dann müssten wir doch hoffentlich hier irgendwie zum Liegen kommen. Ja, nochmal ein bisschen zurück. Ja, das ist alles schwierig, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, wo er dann letztendlich auch zum Landen oder zum Liegen kommt. So, da wird ja hoffentlich auf dem Grün liegen bleiben und kein Roll haben. Ja, doch ein bisschen. This a little under 10 feet for birdie. So, das Ganze geht jetzt schon wieder bergauf. Das Ganze geht schon wieder bergauf. Wir haben ein bisschen Break von rechts. So, lasst mich hier die rechte Lochkante. Aber der wird das Break auf jeden Fall annehmen. Ja, das muss die Strategie sein, dass wir dann den Par 5 doch uns die Birdie-Chancen herausspielen und zwar eben mit einem guten dritten Schlag an den Stock. 40 yards is a good one. The real challenge here is the green. Two-time Masters Champion Ben Crenshaw considered this to be one of the most difficult in golf. So, ein Par 4 und da ist, glaube ich, das Problem, genau, da ist diese, genau, das ist ein leichtes Dogleg nach links, aber der Hang, das Fairway fällt nach rechts ab, das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Geschichte und hier ist man eigentlich genötigt, den Draw zu spielen, denn wenn man gerade schlägt, dann wird er hier rechts runterlaufen und dann läuft man eben Gefahr, dass er in den Wald da unten reinläuft und von dort aus können wir die Fahne nicht anspielen. Deswegen muss man hier eigentlich den Draw spielen. Der Wind kommt uns entgegen, insofern nicht, dass er uns hilft, aber dass er uns jetzt eigentlich auch nicht stört. Wenn er jetzt halt nach links drücken würde, wäre es natürlich entsprechend, ja, dann würde er gegen uns arbeiten. Okay, wir müssen also hier versuchen, mit dem Draw reinzukommen.
So. So. Und der wird sowieso nach rechts rollen, egal wie weit er dann links landet. Okay, er droht rein, aber er startet mir eigentlich ein bisschen zu weit rechts. Ja, aber das geht sich aus, das passt. From the fairway. Let's go to Noda. The most attractive feature of this hole is the dynamic design of the green, cut into three separate sections, guarded by an amazing false front where the ball will come all the way off the front edge. Ja, er sagt es schon. Wir haben hier diese Wahnsinns false front. Da müssen wir drüber kommen und gleichzeitig den Ball zum Liegen bringen. Wir haben Gegenwind. Wenn er hier reinfliegt, dann läuft er, dann kriegt er einen Kick nach vorne. Das ist so ein kleiner Rücken hier. Das ist hier so ein kleiner Rücken. So, Eisen 7. Eisen 7 höher anspielen. Wir haben ja ein bisschen Gegenwind. Eisen 7 höher anspielen. Ja, geht schon Richtung. Die Länge müsste eigentlich passen. Bleib liegen. Okay. Ja, Green and Regulation, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich verstehe die Reporter. So. Es geht leicht bergab. Das heißt, wir machen hier Loch Mitte. Und wir haben einen Break. Und diese Breaks darf man nicht unterschätzen. Meistens sind sie uns immer links weggelaufen. Deswegen würde ich jetzt so machen. Aber bis zum Loch müssen wir halt auch irgendwie kommen, ne? Yeah, that's good putt. A birdie here at one. So, obwohl wir jetzt drei Birdies gespielt haben. This historically has played well under par, but renovations in 2022 added an extra 20 yards to the hole. Well-placed tee shots to the right side of the fairway create a big advantage, but the risk of running into the pine straw or facing a side hill lie has also been increased. Ja. Obwohl wir jetzt drei Birdies gespielt haben auf den zweiten neun, sind wir immer noch, geht es bergab hier. Also nicht nur vom Platz oder jetzt von dieser Spielbahn, sondern auch im Leaderboard sind wir jetzt 62. Sam Burns hat die 67 gespielt, ist im Clubhaus. Cameron Young kommt jetzt. Ja, jetzt kommen natürlich mit der Nachmittagsrunde kommen jetzt die Top-Spieler auf den Platz. Und schauen wir mal, wer hier sonst noch unterwegs ist. Chris Kirk. Adam Scott ist im Clubhaus. Max Homer ist noch unterwegs. Okay. Okay, da ist noch ein Amateur. Stuart Sink. Emiliano Grillo. Ah ja, Scotty Scheffler an der 10 und spielt plus 4. Okay, Freunde. Scotty Scheffler ist sozusagen unser Ziel. Ja, Tony Finau plus 5. Wer ist hinter uns? Webb Simpson, Danny Willett, ehemaliger Major Champion, also Masters Champion, nicht Major, Masters Champion, Danny Willett. Okay, und da sind noch jede Menge Spieler hinter uns, wie Jordan Spieth, Billy Horschel, Matt Kuchar. Oh je. Dann wen haben wir hier noch? Oh je, Xander Schaufele. Oh je. Also da sind schon noch einige hinter uns. Und so wie es aussieht, ist das Feld nur 80 Spieler groß. Kann das sein? Wir sind an 62 und da kommen gar nicht mehr so viele. Also oh je, wo wird der Cut sein? Vermutlich irgendwo bei 50 oder so. Ach du Schande. Also das heißt, wir müssen uns schon noch ganz schön anstrengen. Und wie gesagt, trotz drei Birdies werden wir immer weiter nach hinten durchgereicht. Platz 62.
Wir kommen wieder zu dieser Spielbahn. Ein Par 5, wie gesagt, wir werden es kaum mit dem zweiten Schlag erreichen können. Dafür ist es auch zu kompliziert, zu schwer mit der Wasser, mit der Fallsfront und dem Wasser davor. Also unser Augenmerk muss auf eine gute Platzierung des zweiten Schlages sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir den dritten gut an den Stock bekommen. So, wenn wir den gerade dahin spielen und wir haben noch ein bisschen Rückenwind, dann wird er sowieso links runterrollen. Und im Endeffekt spielt es keine Rolle, wo er landet, denn wir werden ja die Fahne nicht angreifen können. Okay, also mein Freund, dann geh mal hier, sprich den Ball an und schlag ihn bitte sauber und ordentlich da auf die rechte Seite. So, wir haben einen Apex von 81 Fuß und Carey 256 Yards geschlagen. Er rollt immer noch und das heißt, am Ende haben wir eine Länge von 294 Yards. Das ist gut, er freut sich, ich freue mich auch. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Looking at the greatest second shot in golf, but don't let the beauty fool you, there is trouble everywhere. Ja, ja, Trouble Everywhere, das ist mir klar. Wir werden den natürlich nach links, da haben wir ein bisschen mehr Auslauf. Wie ich schon eingangs sagte, das bringt nichts, den Ball hier runterzuschlagen wie wild. Wenn wir 179, dann haben wir noch knappe 80 Yards, 90 Yards, 80 Yards hier zum Grün. Das ist dann auf jeden Fall ein Wedge und dann müssen wir aufpassen. Jetzt wollte ich nochmal gucken, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die Fahne steckt hinten. Okay, die Fahne steckt hinten. Ja, da können wir nicht mit Backspin arbeiten. Dann ist es nämlich auch wieder Kopfspeak gesprungen. Dann nehmen wir doch hier einfach das Eisen 9. Und schlagen den einfach nach vorne, weil das bringt sowieso nichts. Yeah, no reason to risk it there. That's a good layup to a good number short of that pond. Ja, man sieht es auch anhand der vielen Tribünen hier und der Zuschauer, welche Wertigkeit der Platz bzw. diese Spielbahn hat. Ja, ist klar. Wir haben Windunterstützung des 54er. Wird ein bisschen Spin haben. Ah, okay, wir können gar nicht näher. Wenn wir einen Zwischenschlag machen. Wir machen den Zwischenschlag mit dem 54er. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah ja. Ja, der Approach wird mit Sicherheit mehr Spin haben. Der wird etwas weniger Spin haben, vermute ich mal. Also die Richtung ist nicht verkehrt. Rich, there's one thing about good iron play. When you hit it and it comes off the club face, you know it's going to be close. More evidence there. Ja, hier geht es sich leicht zum Grün. Wenn man natürlich so einen dritten Schlag geschlagen hat, dann kann man hier leicht zum Grün laufen. Ja, 5 Fuß an den Stock, das ist nicht verkehrt. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Okay, es ist ebenerdig. Wir haben aber ziemlich doch Break von rechts nach links. Das heißt definitiv rechte Lochkante. So. Und wir geben ihm einen mit. Er soll kaum Break annehmen. Oh, how about the run here? That a third consecutive birdie. So, jetzt geht's mal ein bisschen, ein kleines bisschen im Leaderboard nach oben. And so many of the most indelible moments in the history of the sport happen right here at this short par 3. Die Fahne steckt rechts oben. Hier haben wir natürlich die Gefahr mit der Welle in der Mitte, dass dann, wenn wir zu weit links sind, wird uns der Ball rechts rüberrollen. Er bietet uns ein Eisen 6 an. Also wir müssen definitiv hier oben anhalten, damit wir hier oben auf diesem Plateau bleiben. Hier oben. Weil hier sieht man die rote Fläche. Das ist die Front. Dann rollt er hier runter. Das hilft uns natürlich traditionell am letzten Spieltag, wenn dann die Fahne hier unten steckt. Dann kann man natürlich hier versuchen, in den Hang zu spielen. Dann will man nicht natürlich, dass der Ball hier oben liegen bleibt. Dann spielt man den hier in den Hang, damit er dann runterrollt und meistens dann irgendwo hier in dem Bereich zum Liegen kommt.
So, aber jetzt müssen wir uns um heute kümmern. Heute ist der erste Tag, die erste Runde. Wir sind an der 16 und diese 16 ist bekannt für das Pro-Am. Am Mittwoch findet hier immer so ein Wettbewerb statt mit den Profis. Da wird dann hier versucht, über den Teich der Ball so rüber ditchen zu lassen. Und hier hat ja auch schon mal Martin Keimer ein Hole-in-One geschlagen. Der Ball ist dreimal übers Wasser geditcht, dann aufs Grün gekommen und dann eben ins Loch gerollt zum Hole-in-One. Ist eine Spaßveranstaltung, ist aber immer lustig. Könnt ihr mal gerne schauen auf YouTube. Schaut euch das mal an. Das ist dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Es gibt ja noch diesen anderen Wettbewerb. In Augusta hat es ja noch einen schönen Paar 3, 9-Loch-Platz, der auch mit sehr, sehr viel Wasser, sind sehr viele Grüns am Wasser oder muss übers Wasser gespielt werden. Und da war ja dieses Jahr die Besonderheit, dass doch tatsächlich da ein Spieler, ich glaube, an der 8 und an der 9 zwei Hole-in-Ones hintereinander gespielt hat. Also, wenn ich richtig weiß, es waren auf jeden Fall zwei Hole-in-Ones. Und das muss erstmal einer schaffen auf einer Runde, auch wenn es ein Par-3-Platz ist. Aber da eben zwei Hole-in-Ones zu spielen. So, das wieder mal als kleiner Abflug oder als kleines Abweichen hier, um abzulenken von diesem nächsten schwierigen Schlag, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, was ich spielen soll. Also, der Kollege schlägt dann Eisen 6 vor. Er würde dann hier oben vielleicht liegen bleiben. Eisen 7 ist zu kurz höchstwahrscheinlich, weil wir dann das Problem haben, dass wir dann sonst hier durch diese Welle putten müssen, wenn der irgendwo hier liegen bleibt. Das ist natürlich auch nichts, was man will. Wenn er im Bunker landet, dann ist es einigermaßen machbar. Aber ich würde halt schon gerne ein Bärchen noch spielen, nachdem wir uns jetzt hier mit Birdies dann doch ein bisschen wieder Luft verschafft haben. Jetzt muss ich mir nochmal Gedanken machen. Wie weit schlagen wir das Eisen 6? Wir schlagen es weit, aber hoch. So. Wir schlagen es weit, aber hoch, damit es liegen bleibt. Ja, das war ein bisschen, glaube ich, zu viel, oder? Ah, der wird. Bleibt da oben. Der war nicht schlecht, aber einen Meter weiter rechts. Jetzt rollt er uns eben hier runter und jetzt wird der Putt wieder so ein übler Bergauf-Putt. That one safely on the putting surface. Ein übler Bergauf-Putt. A birdie putt now at 16. Ja, zwei Fuß. Yes, and this putt, well, it does have a little bit of movement in it, but it's all about the pace. You've got to give it a good clout to get it up this slope. So, ich hatte ja in der Vergangenheit immer gedacht, vier Felder würden reichen. So. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall mehr machen. Das hilft nichts. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Ansonsten geht er ein kleines bisschen nach links. Also wir müssen nach links putten. Das Break geht nach rechts natürlich. So. Ja, die Frage ist, kommen wir da wieder hoch? Ja, wir kommen hoch und... Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. Next up, the uphill par 4, 17th, measuring 440 yards. The Eisenhower tree, you may remember, was removed in 2014 after being damaged in an ice storm. But challenges remain, especially the green, which seems to slope off in just about every direction. Ja, hier wurde gerade die Geschichte vom Eisenhower Tree gesprochen, der durch einen Blitzeinschlag, ja, gefällt wurde. So, also, das war jetzt herzallerliebst, das war erbaulich und überraschend, dass wir jetzt da doch noch das Birdie gespielt haben. Und wir arbeiten uns langsam vor. Ihr seht aber, wie mühsam dieses Geschäft sein kann. Obwohl wir jetzt vier Birdies gespielt haben und ich glaube am Anfang nach 9 Loch irgendwo um Platz 61 oder so waren, sind wir jetzt immer noch auf Platz 57. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, das interessiert mich gerade, wer so alles um uns... Oh, Matt Fitzpatrick, so rum ist es richtig, ist jetzt auch... Nee, stopp, da ist ja Stefan Jäger. Ich habe jetzt gerade hier mich... getäuscht. Da sind wir.
Und Kevin Kistner, Jason Day plus 2. Adam Shank. Scotty Scheffler ist hinter uns, immer noch bei plus 4. Kitayama, Tony Finau. Okay, okay. Also wir sind zumindest hier hinten in guter Gesellschaft. So, die 17, die 17. Ja, da müssen wir eher auf der rechten Seite bleiben. Da müssten wir eher auf der rechten Seite bleiben, aber auf der anderen Seite wollen wir den jetzt auch nicht ins Gemüse jagen. Einfach nur... Ja, wir werden den einfach nur da reinschlagen. Ja, jetzt bleibt er doch ein bisschen links. Und dann haben wir Schwierigkeiten, den aufs Grün zu bringen, weil dann müssen wir, glaube ich, um den Baum rumspielen. Ja, so, das wollte ich eigentlich. Und ja, da müssen wir da oben rum. Eisen 9, stopp, was macht er denn da? Approach. Eisen 7. Eisen 6, wir wollen definitiv aufs Grün. Wir wollen definitiv aufs Grün. Jetzt sehe ich nur nicht. Doch, da oben sieht man, da ist, sind irgendwelche Bäume. Ja, manchmal würde ich mir hier ein paar bessere Kamerapositionen wünschen, zum Beispiel auch auf dem Grün. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man das nicht so macht, dass man dann aus der First-Person-Person und dann praktisch übers Grün laufen könnte und dass man dann auch in die Hocke geht oder sowas ähnliches. Ich glaube, das würde manchmal auch helfen. Und hier haben wir jetzt das Phänomen mit den Bäumen und da müssen wir definitiv drumherum. So, jetzt muss ich nochmal schauen, da ist ein Bunker davor. Okay, Eisen 6. Ja, ein bisschen Gegenwind. Ein bisschen höher anspielen. Okay. Ja, die Bäume kommen jetzt nicht mehr ins Spiel. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall ist das Pärchen drin. Good clean contact, a nice result, and a chance for birdie coming up. So, es sieht fast so aus, als wenn wir ein bisschen ins Spiel kommen. Ja, das ist eigentlich Level, genau. Das heißt, wir sind ebenerdig. Das heißt, wir können ein bisschen mehr Gas geben. Es ist aber eigentlich ein gerader Putt, so wie ich das sehe. Vielleicht ein kleines bisschen von rechts nach links. Aber vorne kickt er dann wieder ein bisschen rüber. Wir werden trotzdem hier ein kleines bisschen links angehen. Rechts. Ja, ich habe so eine Links-Rechts-Schwierigkeit oder Schwäche. Ja, wir zuerst das Break annehmen und unten dann wieder ein kleines bisschen zurück. There's another one. It's five birdies in a row. Final hole here at Augusta National. It is all you want at 465 yards up the hill, all right in front of you. Hit the perfect drive. The perfect approach, and you might get the perfect ending, all you've ever wanted. So, wir kommen auf die 18, das Finale. Die finale Bahn hier für den ersten Spieltag unserer Back 9. Und hier bietet sich natürlich extrem der Fade an, weil wir müssen da vorne hier durch diese hohle Gasse sozusagen. Und dann sollten wir natürlich schauen, dass wir nicht in die Bunker kommen. Aber die Landezone ist relativ schmal und der Wind drückt den Ball rüber. Und wenn wir natürlich faden, kommen wir sehr dicht an die Bäume hier links. Aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Kürfchen spielen und hoffen, dass das so jetzt funktioniert. Letzte Bahn, wir driven. Ja, hat schon ziemlich links gestartet und bleibt auch links. Und ist auch, glaube ich, hängen geblieben im Baum. Interessant, interessant, weil unsere Schwungkurve eigentlich gut war. Habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. So, now, up the hill, his second at 18. So, wir können aber anscheinend, ja, ist klar, die Fahne ist ganz links, das ist richtig. Und da haben wir natürlich auch hier wieder eine False Front. Jetzt würde sich anbieten, das Eisen 4 und dann hoffen, dass der eher den Berg hochrollt. Dazu müssen wir definitiv eine Kurve spielen.
Dazu müssen wir definitiv eine Kurve spielen. Der Wind drückt ihn nämlich dort rüber. Wenn die Kurve zu stark ist, dann fliegt er uns in den Bunker. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Fade. Also der hat jetzt gerade eben nicht besonders gut funktioniert, muss man sagen. So, jetzt nimmt er den Fade an. Ah, nee. Kommt er wesentlich hoch aufs Grün? Nein, den müssen wir pitchen. Und er kommt auch wieder runter. Ah, es war wieder zu schwach. Das war wieder zu schwach. Da sind wir wieder in alte Fehlermuster gefallen. So, jetzt müssen wir schauen. Das ist ein Pitch. Mit dem 60er. Das sind 34. Ja, das ist natürlich klar, dass er hier, wenn er die False Front, bleibt er hängen. Ich würde fast gerne mit einem Schläger, oh je. Okay. Versuchen wir es so. Dass er dann hochrollt. Und hoffentlich nicht wieder runterkommt. Okay. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, ah, wieder zu kurz, wieder zu kurz. Wir sind zu häufig zu kurz. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt haben wir wieder einen kräftigen Bergauf-Putt. Einen kräftigen Bergauf-Putt. Okay. Ja, das ist halt am Anfang ein starkes Break. Ist immer die Frage, gibt man ein bisschen mehr mit, gibt man ein bisschen weniger mit? Natürlich gibt man ihm mehr mit, dann bricht er nicht so stark. Aber er bricht halt hier gleich am Anfang. Oben rollt er mehr aus. Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Okay, a good putt for his par here at the 18th green. And that will be an opening round, 74. So today's round of golf, unlike any our featured golfer has played before. That first round as an amateur at Augusta National. So many things can be achieved at the amateur level, Rich, but as you've just detailed, to get to go down Magnolia Lane, perhaps stay in the crow's nest, but more importantly, play in your very first Masters. So that'll do it for my partner here in the tower, Frank Nabilo. For Nota Begay, Iona Steven, and all our crew, Rich Lerner saying, we'll see you next time on EA Sports PGA Tour. Ja, und wir werden uns auch sehen bald wieder, nämlich zur zweiten Runde hier im Augusta National zum Masters. Und diese Scorekarte ist, glaube ich, schon verrückt. Und ich glaube, nach den Front 9 hätte hier kaum noch einer einen Cent auf mich gesetzt. Aber wir haben die Back 9 richtig fantastisch gespielt. Nicht nur, dass wir uns kein Bogey oder Doppelbogey mehr eingefangen haben. Wir haben hier echt dann noch ein bisschen aufgeholt hier mit 6 Birdies. Und ich habe mich auch echt sehr, sehr jetzt gerade gefreut über den letzten Putt, dass wir hier wirklich eine saubere Scorekarte zumindest auf den Back 9 hinbekommen und dass wir das Pärchen noch gerettet haben, nachdem er ja doch wieder mal mit dem zweiten oder auch mit dem dritten Schlag dann doch wieder, ja, Fehler produziert haben. Letztendlich ist es, wie es ist. Golf ist auch ein Spiel, wo es hauptsächlich darum geht, Fehler zu vermeiden. Und dann wird nämlich auch ein entsprechender Score kommen. Und die ersten 9, ja, da haben wir halt einfach zu viele Fehler gemacht im Kurzen und beim Putten. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also, wir werden diesen Modus beibehalten. Wir gucken jetzt nochmal hier aufs Leaderboard. Und wenn wir bedenken, dass wir, glaube ich, irgendwo um Platz 60 oder 61 waren, und wir jetzt 6 Birdies gespielt haben und uns gerade mal auf Platz 56 auf den geteilten hochgeschossen haben. Ja, ihr seht es.
Das Feld ist stark, das Feld ist sehr, sehr stark. Hätten wir natürlich klar auf den ersten neun keine Bogies, Doppelbogies gespielt, dann könnten wir jetzt auch irgendwo so bei minus 5, minus 6 liegen und dann wären wir hier auf der ersten Seite des Tableaus. Das sind wir so zwar auch, aber ganz am Ende am Fuße der geteilte 56. Lass mich noch mal kurz reinschauen, wer denn so alles um uns herum ist und wo auch Scotty Scheffler gelandet ist. Also jetzt sehen wir auch, wie viele Teilnehmer definitiv sind. Es sind 90 Teilnehmer und Danny Willett mit plus 9 ist jetzt am Ende. Der war doch vorhin noch ganz, ganz vorne mit dabei. Scotty Scheffler plus 5. Also da droht einigen auch den Cut nicht zu, dass sie den Cut nicht schaffen werden. So, wir sind ganz in der Nähe des anderen deutschen Teilnehmers, Stefan Jäger. Matt Fitzpatrick ist hier der geteilte 56. Kevin Kistner ist in unserer Nähe. Oh, Sepp Stracker ebenfalls hier ganz in der Nähe. Okay, also, und wen haben wir hier noch? Adam Schenk, Kevin Streelman, Patrick Cantlay, okay, das sind alles Spieler hier, also Patrick Cantlay jetzt glaube ich nicht, aber zum Beispiel Scheffler und so weiter, die ja auch deutlich höher sind im Ranking, im OWA, Overall Rating, so ist es richtig und gut, die sind hinter uns, aber man muss nach vorne schauen. Nicht wie viel hinter uns sind, sondern die Frage ist, wie viel sind vor uns. Wir sind geteilter 56. haben uns noch ein bisschen nach vorne gearbeitet. Das lässt natürlich, ich sag mal, Hoffnungen zu für die zweite Runde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr damit dabei seid. Wir schauen jetzt aber mal kurz, nicht hier rein, wir schauen mal jetzt Score hier. So, was uns das Ganze gebracht hat an Gummipunkten. So, wir sind ja mittlerweile Level 34. Das hat uns nochmal 19.260 Punkte gebracht. Und zwar für 11 Green Regulations. Wir haben ein Sand Save und 6 Birdies gespielt. Das ist schön, das freut mich. Und die nächste Runde steht dann an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wie immer. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn Fragen sind oder irgendwas ist, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich diese beantworten kann. Aber immer mit einer kleinen Zeitverzögerung eventuell. Ich kann nicht jeden Tag da reinschauen. Aber ich freue mich immer, wenn ihr schreibt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr vielleicht ein Abo dalasst, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Hoffe, ihr hattet eine kurzweilige Sicht auf das Ganze und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder hier mit dabei seid im Augusta National, wenn wir das Masters Tournament spielen als Amateur in unserem Karrieremodus. So, ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel.